Kopenhagen, Brügge oder Madrid. In der vergangenen Saison hat Hannover 96 für einige erinnerungswürdige Europapokalabende gesorgt. Natürlich sollen auch in dieser Saison die 96-Fans auf ihre Kosten kommen. Allerdings müssen die Niedersachsen noch eine Hürde packen. In den Playoffs wartet der polnische Meister Śląsk Wrocław, der sogar kurz vor dem Einzug in die Champions League stand. Wie sich Hannover auf diesen Gegner vorbereitet, das zeigt Ihnen mein Kollege Patrick Juraschek. Hannover 96 bereitet sich auf seinen nächsten Gegner in der Europa League vor. Für die Roten geht es nach Breslau zum polnischen Meister Śląsk Wrocław, wie die Polen den Verein nennen. Aber was wissen die Spieler alles über ihren Gegner in der Europa League? Also ehrlich gesagt kannte ich das Mannschaft vorher nicht, aber wir haben jetzt ein bisschen Video geguckt und werden uns gut vorbereiten. Durch die gute Vorbereitung und guten Ergebnisse in der Europa League und im DFB-Pokal schauen die Hannoveraner sehr optimistisch dem Spiel entgegen. Wir haben eine sehr intensive Vorbereitung geführt. Wir haben aus meiner Augen sehr gut trainiert, sehr gezielt trainiert, weil das Gerüst der Mannschaft steht eigentlich. Und jetzt konnten wir diesmal in der Vorbereitung sehr gezielt arbeiten an unseren Defiziten. Jetzt liegt es nur an uns Spieler, das umzusetzen auf dem Platz. Die Roten konnten durch den 7. Platz in der vergangenen Bundesliga-Saison sich für die Qualifikationsrunde der Europa League qualifizieren und haben schon gegen St. Patrick's Athletic aus Irland gezeigt, dass die 96er ein heißer Anwärter auf die Trophäe sein könnten. Da sollte doch Śląsk Wrocław kein Stolperstein sein, oder? Also wir sind die Spiele professionell angegangen und haben auch die Spiele professionell gewonnen. Also so richtig gut haben wir auch nicht gespielt. Das wissen wir auch und darüber haben wir auch gesprochen. Wir müssen uns noch steigern am Donnerstag. Die 96er gehen als klarer Favorit gegen den polnischen Meister in die Partie. Jedoch sollte man in der Europa League keinen Gegner unterschätzen. Außerdem fängt dieses Wochenende auch die Bundesliga wieder an. Und die Spieler bleiben bei ihren Saisonzielen sehr bescheiden. Wir haben Qualität und Potenzial zugewonnen. Ja, ob man das auf dem Platz umsetzen kann, ist eine andere Sache. Daran arbeiten wir. Und ich denke, es tut uns gut, die Mannschaft und Verein, wenn wir eher kurzfristige Ziele setzen. Und das haben wir letzten 2 Jahre gemacht, das werden wir dieses Jahr auch machen. Wir haben jetzt 2 Jahre super gespielt und Europa League erreicht. Das könnte ein Ziel sein. Ich finde, bessere Hälfte wäre für uns ein Ziel. Die 96-Kicker schauen von Spiel zu Spiel. Über das Weiterkommen in der Europa League wird dann wohl das Rückspiel am 30.08. in der AWD-Arena entscheiden.